Jo, und alle willkommen zurück, selbst wie Pokémon Weiß. Ohne Magicka, wir sind ganz tief in ins Schloss vorgedrungen. Und gleich werden wir uns den großen Endstellen. Er hat ein relativ mixed Team. Ich will mal schauen. Eigentlich will ich Yakyurum, also Zekrom, nicht ins Team nehmen. Also Reshiram oder Zekrom. Mal schauen, ob das geht. Ansonsten werde ich auf jeden Fall ein anderes Carpador rausnehmen. Und es aber nicht benutzen. Aber ich will es nicht ins Team nehmen. Auf geht's. Tschüss, ihr Versager. Wir müssen schon rein. Willkommen, Träger des Dunkelsteins. Dieses Schloss, das so plötzlich einfach nicht aufgetaucht ist und die Pokémon-Liga umhüllt, steht Symbol für die Veränderung in einer. Der König dieses Schlosses wird in einem legendären Pokémon begleitet und ist der stärkste Trainer Einheits. Noch stärker als der Champ. Dies in seiner Brust liegt das heiße Verlangen, die Welt zu verbessern. Wenn man nicht als Helden bezeichnen kann, wen dann? Nun ist alles vorbereitet, wir werden die Menschen mühelos von unserem Standpunkt überzeugen. So kann die Welt, in der ich mir, Team Blaster sich wünscht, endlich Realität werden. Die Gemogumon gehorchen nur uns ganz allein und mit all diesen hilflosen Menschen werden uns zu Füße liegen. Endlich, lange genug hat es gedauert. All die Zeit der Geheimhaltung, der Angst, der Plan könnte auffliegen. Damit ist es vorbei. So, vorwärts. Ich werde jetzt überprüfen, ob du auch das Zeug zum Helden hast. Yay. Ob du Zeug hast. Yay. Ich träume von einer Welt, in der es nur noch Pokémon gibt. Eine Welt, in der Pokémon von Jochen der Menschenunterdrückung befreit sind und ihre ursprünglichen Kräfte wiedererlangt haben. Der Moment der Entscheidung ist gekommen. Ich bin zu allem bereit. Auch wenn meine Pokémon-Freunde dabei verletzt werden, ich glaube fest an einen Sieg und werde alles tun, um ihn herbeizuführen. Ich nehme mal an, du bist gut gewappnet. Immerhin hast du es ja bisher geschafft. Wenn du so, wenn so ist, kann kommen und zeig mir, wie sehr du gewinnen willst. Mit der Macht von Quaiskal, nimm meine Kappadors. Du bist hier, weil die Entscheidung zwischen uns beiden herbeiführen willst. Aber Zekrom reagiert nicht. Kann es sein, dass er sich noch nicht als Alten akzeptiert? Was für eine herbe Enttäuschung. Dabei habe ich bereits einen kleinen Weg gefallen hier gefunden. In all unseren Kämpfen bei dir bist immer das Gefühl, dass du ein Trainer seist, der seine Pokémon mit Respekt behandelt. Dabei habe ich mich wohl getäuscht. Es war also doch nur ein Armenmärchen, dass sich zwei gegen eine kämpfende Trainer gut verstehen können. Du hast deine Möglichkeit. Du kannst jetzt herausfordern, besehen für deinen Wunsch und Idealen und dabei glorreich untergehen. Oh, du kannst diesen Ort jetzt verlassen, dich eine neue Welt erfreuen, der die Pokémon befreit, vom Jochen der Menschen in Frieden leben. Komm zu mir, Reshiram. Kaputtes Cutscene ist kaputt. Sorry for that. Ich kann es da nicht korrigieren. Der Bäuerweg etwas, ist es der Dunkelstein? Dein Dunkelstein und Zekrom, es ist. Dunkelstein verwandelt sich in die Aura um sich herum ein mächtiges Energiefeld. Und da lässt die Energie wieder weiter entweichen.
Reshika und Zekrom. Sie war ursprünglich eins. Ein einzelnes Pokémon. Die zwei Seiten einer Medaille. Beide treten nun auf den Plan, wenn sie meine Menschheit einen wahren Helden sehen. Jetzt verstehe ich, genau das trifft also auf dich zu. Ich werde jetzt verraten, was dieses Pokémon zu dir spricht. Ich möchte wieder kämpfen, gewinne meine Freundschaft. Du hast eine weite Reise hinter dir, doch es möchte sich vergewissern, dass du tatsächlich so ein deiner Wünsche und Ideal besehen bist, wie es erscheint. Ich würde außerdem noch gerne wissen, wie stark du wirklich bist. Also los, schnapp dir Zekrom, es sollte schließlich anschließen. Oder ich gehe sofort zu ihm und sage, jo, kämpf mit mir, bitte. Ach so, mach dich bereit. Ja, komm. Ah, ich gehe nach vorne automatisch, okay. So, wer jetzt ein krasses Battle mit Zekrom erwartet, den muss ich enttäuschen. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn ich einfach besiegen würde. Das wäre für mich auf jeden Fall die einfachste Variante. Aber egal. Das werde ich niemals benutzen. Was? Easy. Ein Pokémon, von dem schon in Sagen die Rede ist. Sein Schweif erhält einen gewaltigen Organ zur Stromerzeugung. Nein. Yay, willkommen auf der Box. Nein. Ja. Ich hab's nicht aufgenommen. Mal sehen. Es wäre nicht gerade eher ein Kampf gegen ein angeschlagenes Tier-Pokémon zu gewinnen. Ich hab's gar nicht dabei, aber egal. Ich sehe die Zukunft, ich sehe ganz deutlich vor Augen. Ich werde ganz bestimmt gewinnen. Ohne Zekrom. Okay, lass mal immer da raus. Kann ich nicht anschauen. Drechiram, denn es kann nur einen echten Counterpart geben. Los, Kappa-Kau. So, auf geht's in die Boost. Los, Spezialverteidigung. Kommt jetzt sofort Kreuzflamme? Ja. Also halt nicht sehr effektiv, deswegen ist mein Glück. Das ist mein Glück. Und es war ein Crit. Zweite Spezialverteidigung. Und ihr so? So. Läuft gut bis jetzt. So, dritte Spezialverteidigung. Ist okay. Ich glaube, N hat Tränke, oder? Muss auf jeden Fall aufpassen. Hat auf jeden Fall zwei Gesteins-Pokémon und Stahl-Pokémon dabei. Das wird richtiger Kram. Das wird ein richtiger Krampf werden. Bam, bam, bam. Ja, das ist super, das läuft perfekt. Genau so habe ich mir vorgestellt. I had a dream. Jetzt mag einer sagen, oh, Pokémon sind 70, dann selbst 50. Ich kämpfe mit Carpador, ja. Mein Originalplan schon drinnen boostet in den Carpador auf 100 und rennt durch die Pokémon. Aber das war mal zu viel. Das war ein Crit. So, jetzt heilen wir uns noch einmal. Und dann gehen wir auf die Verteidigung, weil er hat auch sehr viele starke physische Pokémon dabei. Der hat wahrscheinlich schon mal Reflektor macht. Ja, machen wir das mal. So, auf in die Spezialverteidigung. Nein, in die normale Verteidigung. So, Abwehr Nummer 1. Abwehr Nummer 2. Abwehr Nummer 3.
Abwehr Nummer 4. Prozent, ne? Abwehr Nummer 5. Abwehr Nummer 6. So, einmal X-Tempo für Just in Case. Dann einmal Genauigkeit, just in case. Und mögliche Crits, just in case. So, dann bin ich jetzt auf plus 6 Angriff. Also ist bei Verteidigung, Spezialverteidigung, was? So, das heißt jetzt boosten wir einfach. Und die Nummer 2 in Angriffspunkten. So, wir müssen uns heilen, damit nichts schief geht. Jetzt kommt garantiert ein Überstrahl. Oder nochmal Kreuzflamme. Wenn er nicht die AP schon verbraucht hat. Dann hier kommt Kreuzflamme, na klar. AP ist nicht doof. Weil er quasi jetzt sieht, oh, er hatte noch wenig KP, jetzt einen starken Angriff drauf, um den finishen. Aber vergessen zu zählen, das ist also die 4 oder die 5. So. Kann sein, dass ich jetzt einmal nutzlos X-Angriff einsetze, aber lieber so als andersrum tatsächlich. Ich will, ich muss den maximalen Damage Output haben. Ich glaube, das müsste jetzt die 7 sein. Nein, dann war es wirklich die 6. Okay, jetzt kommt der Vektor. So, dann machen wir einen Tackle, mal sehen, wie das macht. Geht zu, ne? Obwohl du verstoppen kannst. Ich glaube, du struggles, bevor ich fertig bin mit dir. Das war ein Krass. Das war ein kritischer Crit. Deswegen Spezialverteidigung, ne? Und noch ein Crit. Kann man machen, ne? Heilt N seine Pokémon. Ich bin mir nämlich nicht sicher. Es gibt Trainer, die heilen ihre Pokémon nicht. Werden wir herausfinden. Das ist ein Crit gewesen, das gefällt mir. Oh, ich hätte nicht Reflektor benutzt, sehr schön, danke. Sehr gut. Ja, er heilt seine Pokémon. Okay, dann wird er jetzt Reshiram sehr häufig heilen, aber die anderen Pokémon nicht. Das ist mir lieber, denn wir haben, wie gesagt, Gesteins-Pokémon und zwei Steil-Pokémon und die will ich nicht heilen sehen. Nein, das letzte Pokémon hat auch noch verdammt nochmal Dematis drauf. Sehe ich gerade. Oh, das war ein Crit. Ich hasse nicht N. Klick die Klack ist das Pokémon oder Fluss. Das wird ein richtiger Krampf werden. Scheiße. Ah, es geht sogar noch vor. Ah, nein, ich denke mir, Spezialverteidigung ist halt scheiße.
unschön. Ich muss trotzdem nochmal hier. Ich weiß, er macht wahrscheinlich euch nochmal Metallsaun oder so einen Scheiß. Wir müssen ihn halt immer gegen heilen, das ist halt gegen boosten. Wir machen mal wie viel Damage. Nein, ich will nicht fliehen. Ich will nicht fliehen. Dankeschön. Wie viel macht der Sprungfeder? Mit Paralyse, sehr gut. Jetzt brauchen wir gegen. Jetzt müssen wir gegen boosten. Noch so ein Crit und der Klick-Klack ist down und ich würde mich sehr viel sicherer fühlen. Aber wir können es auch so machen, wir tackeln jetzt zweimal. Und hoffen, dass er nicht Sprungfehler reicht. Jetzt nicht Sprungfehler. Okay, er heilt schon mal nicht. Es könnte sein, dass die Sprungfehler jetzt reicht, deswegen. Ich muss es rausnehmen. Wenn er jetzt. Ich hoffe, er halt nicht. Okay, danke, Spiel. Okay, damit ist noch eine große Gefahr raus. Eine wirklich große Gefahr. Level 71 verdient. Ein ungetanes Zora. Okay, jetzt. Wir heilen jetzt erstmal aus Prinzip hoch. Und schauen, wie viel Damage er macht. Er hat sowohl spezielle als auch physische Angriffe. Okay, ein Fokus. Fokus-Miss. Okay, das ist okay. Das passt. Wie viel macht Tackle? Er hat keine gute Verteidigung. Das passt. Sehr schön. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. Okay, nochmal ein Fokusstoß. So, das ist mein nächstes Pokémon. Jetzt geht's nämlich los mit den Gesteins-Pokémon, die tanky sind. Wie tanky bist du? Aber wie viel macht Sprungfeder? Wie viel macht Sprungfeder? Ungefähr genauso viel Tackle, also ich glaube die Antwort nimmt sich nicht so viel, also werde ich weiter Tackle machen. Immerhin weiß ich, dass er nicht heilt. Also dass die Klacke heilt, das ist das Gute. Ich muss bei der Steinkante aufpassen, die kann auch mal kippen, ne? Deswegen heilen wir jetzt. Wir heilen. Was jetzt Attack nützt, das reicht, hoffe ich. Jetzt müssen wir auf Dreschschläge und Sprungfeder umgreifen. Ja, er wollte mich jetzt finishen mit. Hätte aber nicht gereicht, selbst wenn ich nicht geheilt hätte. So, weiter Tackle bitte. So, wir Tackle nochmal. Was war ein Crit? Wenn man der Angriff plus dieser Angriffszeug, das funktioniert schon ab und zu. Die Crit-Chance ist auf jeden Fall erhöht. Team Plan setzt
Aerooptrix ein. Dann tue ich mich nicht wechseln. Das könnte erstmal wehtun. Seitzimmer-Attacke. Komm schon, komm schon. I believe in you. Okay. Brücke. Kapier nach oben und Hypertrank, bitte. Sehr schön, so muss das sein. Und nochmal Tackle. Ich muss mir Gedanken machen, nach dem Kampf, welche wieso gefällt. Das heißt, ich kann dann auch gleich ein bisschen verschwenderischer sein mit den APs. Aber erst will ich aus Abbau Dings da raus. Das Flugvieh halt. Das hat die Schwächling als Fähigkeit, das also hat eine XKP sinkt der Angriff, das ist auch super. Schauen wir mal, wie viel Sprung wieder hat. Es kommt Eis oder? Ne, erstmal Hagelsturm, okay. Eishaut heilt Stahlseffekte. Und das hat Eishaut. Blizzard trifft also so immer. Macht nicht so viel. Ha, das heißt eine Sprungfeder. Ja, komm, das wird. Okay, es okay, heilt seine KP. Zwei Sprungfeder noch und wir haben's. Zwei Sprünge wieder, wir haben's. Da kommt Eis oder. Eishaut halt dann. Das ist halt so, das ist okay. Das passt halt, weil ich weiß genau, weiß, dass. Ich jetzt noch einen Sprungfeder mache und er besiegt es. Ich werde jetzt noch ein Blizzard drücken, dann wird er mich treffen. Tatsächlich, er würde mich treffen. Oder ich kriege damit die Fullpara, weil. Hex. Oder halt nicht mehr, weil Hagelsturm sein ist. Wunderbar. Damit ist das letzte Pokémon von ihm besiegt. Mein Welt zerbricht und die Räume meiner Pokémon sind ausgeprügelt. 1000. 10.000. Yay. Es ist noch nicht vorbei.